Wir sind in der neuen Folge und dürfen jetzt den Boss pullen. Aber guck mal, wie erotisch ich tanze. Ja, du tanzt sehr toll. Können wir? Ja, ne? Also. Kannst du den erotisch tot tanzen, den Boss? Erotisch? Du bist scheiße, ne? Was? Wer jetzt genau? Ich bin der einzige Medium und stehe als einziger bei dem und er trappt ihn mir vor der Nase weg. Ja, normal. Doch wieder den anderen, Jan. Wieso? Ja, ich mach eine Petition. Hier in die Ecke. Aber das lass ich mir doch nicht gefallen. Hochschießen. Kann ich das schon? Ich glaube nicht, ja, oder? Irreführung doch. Guck, ihr braucht mich gar nicht. Wir brauchen aber nichts gesagt, aber wir wollen kein random dabei haben. Genau, wir brauchen halt nur eins für die Inina. Kann ich gar nicht. Du nicht? Na. Wir sind allzu arrogant für andere. Weißt du, was du bist? Lügen tust du, das bist du. Bots. Schön reingeprockt in die Fresse. In die Fresse. Guck mal, der weckt, die ist ein Eckenkind. Der wurde gemobbt. Du hast eine Eselsmütze auf. Björn, hattest du schon deinen Flammenschock da drauf auf dem Ziel, bevor du deine Instant... Nein, der war auf CD. Ja. Dann nutzt den Proc nicht. Warum nicht? Der wäre doch dann weg gewesen, der Proc. Ihr habt keine Ahnung von Chami, oder? Erklär mal. Ja, hier, du musst halt, wenn du einen Proc hast, raushauen, sonst ist halt... Trololo. Vorbei. Ach, du hörst hier noch einen Proc. Ach, das ist noch gar nicht Ende. Ich stehe schon an der Tür und warte, dass die aufgeht. Der Weg, die hat geschmollt, deswegen ging es nicht voran. Also. Ich kann dir dingsen. So. Geistertuch. Da muss ich noch. Das sieht ja cool aus. Kann ich das morgen? Nee. Du leckst. Das ist cool. Aber das hört ja keiner. So, und diesmal ohne Sterben, bitte. Doch, wir hören dich wunderbar. Ja, wo sind die denn? Sind die... Wo muss ich lang? Das sind die roten. Laufe. Hier in der Mitte ist einer. Warte, ich hab markiert. Ja. Und jetzt erstmal da sammeln. Die respawnen eh so schnell. Darf ich jetzt was machen? Ja. Ja. Hier, wer kann den looten? Laura den Heini looten. Da hinten ist der nächste. Boah, der kennt mit Schlag. Oh, wie ich's hasse, ne? Guckt euch das an. Und Flamongo dreht durch, der rennt von einem Vieh zum anderen. Habt ihr gelootet? Björn, hast du gelootet? Herr Schamane. Ja, hab ich. Na gut. Vor zu den Becken. Becken? Zu den Schwimmbecken. Gehen wir erstmal zu dem Becken. Flamongo, bei Fuß. Wo pickst du da Hilfe, schon wieder rum? Ich werde angegriffen. Prock, 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 prock. Boah, hast du den gesehen. Oh, hier. Also ich mache hier... Wo ist denn Flamongo jetzt schon wieder? Ach, Flamongo, musst du wieder alles pullen. Flamongo. Mann, was ist kaputt bei dem? Ja, der ist ein bisschen grenzdebil. Ne? Ich weiß nicht, was mit dem Jetzt sollte der sich mal... Der rastet voll aus! Der sollte sich vielleicht mal einen Problemkuchen backen. Laura, heil ihn! Was sagt ihr uns hier? Hallo, der Problemkuchen ist... Alter, was macht der? Der hab rastet ich den aus! Ich hab den auf Helfen! Flamongo sitzt! Also wenn er das als hin? Hilfe bezeichnet, ist so ein bisschen... Ja, zum anderen Kohlebecken, oder? Boah, der enraged dann so total und dann spritzt das Blut überall. Guck uns das alles an. Ich hab's nur für euch getan. Ja, du bist so eine, ne, Laura, das kann ich nur nicht. Ich sag immer nichts mehr, sonst kommt der nachts irgendwie. Ey, jetzt rennt er schon wieder da hinten hin. Flamongo. Der ist total verwirrt. Der Mach sieht immer noch Feuer. Gegner. Wenn das Pet mehr Durchblick hat als der Hahn, das heißt. Hallo? Teil 1. Ich hab's voll drauf hier. Boah, da gibt er Gas, guck mal. Pass auf, jetzt schick den los. Steuerung 1. Bitte schnell. Macht Flamongo? Achso, der rennt hinterher. Ja, Flamongo. Ja gut. Das, was er machen muss. Genau, ich sollte doch bei Bossen die Kralle machen. Die Kralle? Ja, die Kralle.
Die Kralle? Alle mache ich jetzt wieder. Genau, dass du wieder über Pion stehst. Ah, genau. Ich mache hier alles richtig, ihr könnt mich mal am Arsch lecken. Aber stehen nicht alle über Pion? Alleine hier. Ja, du aber nur mit der Kralle. Nein, hier, das ist ja wohl... Warum bist du nicht auf den Hexer gestiegen? Weil der Hexer scheiße ist, der macht auch mehr Schaden. Ja, der macht aber weniger Spaß. Auf Flamongo, bleib hier. Wo ist der? Was macht der denn? Da ist der blöd. Guck mal. Schon wieder. Hilf mir. Halt. So. Glaub, du hast mir den geklaut. Der rennt jetzt dir hinterher. Ja, normal. Oh, das wäre ja cool, wenn die kommen ohne die an den Seiten. Cool, das habe ich noch nie geschafft. Du? Ich? Ne. Deiner Horst. Kann mich nicht dran erinnern. Oh shit. Verdammt, ich darf es nicht mehr sagen. Warum? Hast irgendjemand Horst? Nein. Nein. Nö. Wer ist denn so? Wer ist schon Horst? GZ. Och nö. Was war das denn, Alter? Das war was Grünes. Das sah aus wie ein Todesmantel. Habt ihr das gemacht? Und was ist ein Todesmantel? Eine DK-Fähigkeit. Das sagt hier unser DK. Laura, du spielst doch auch ein. Ach, Laura. Der hat kein Todesmantel. Guck mal, ein Epic. Cool. Cool. Boah, das ist voll was für Toddy. Ne. Doof. Ja nicht. Cool, ich zieh's an. Pion, wie viel Prozent? 52. Ihr müsst doch alle noch 57 wir werden. Wir sind 57. What? So. Ne, sehe ich gar nicht. Toddy. Nur Toddy hängt wieder hinterher. Ich komm auch 57. Echt mal. Wie? Hä? Verstehe nicht, was ihr wollt. Hey, oh Gott, ich hasse Toddy hängt immer hinterher. Ja, alle hassen Toddy. Alle hassen Chris. Alle hassen auch Chris. Super. Wer ist Chris? Chris Rock. Das ist ein Schwarzer. Kennst du Chris Rock nicht? Was? Los mit dir. Oh, was hast du eigentlich in deiner Kindheit gemacht? Echt mal, vor der Schule? Draußen Fußball gespielt und nicht Fernsehen geguckt. Das lief irgendwie 4.30 Uhr oder so immer. Das war da hab cool. Ich geschlafen. Ich wollte immer noch auf Comedy Central. Mhm. Um mal Werbung zu machen. Comedy Central, super Sender. Ich glaube, du hast keine Ausdauer gebufft. Ja, wen wundert das jetzt? Achtung! Wundert mich. Na, die Laura wundert das, aber uns alle nicht. Weil wir wieder gestorben sind oder irgendwas. Einfach angewöhnen, danach direkt zu buffen. Ach, eine Explosion Laura. Des Wissens. Ich glaube, die lohnt, lernt das. Wer kann die denn gebrauchen? Ach, Eigentlich Toddy, ne? Aber der passt hier drauf. Ja, das ist Levelphase, das interessiert mich doch alles nicht. Was mache ich so keine Ausrede mehr, dann. Dass ihr besseres gehabt. War nicht sehr gruppendienlich. Weg die Hilfe. Mein Retter. Ja, die waren eigentlich down, bevor du überhaupt hier warst. Hoppla, hoppla. Abstau. Der Gedanke zielt. Entschuldigung, war ich nicht. Oh, lala. Voll rein Federn hier, so. Und jetzt hier so. Boah, ich caste so lange, ich krieg kaum Casts durch, das ist so. Ja, das ist scheiße am Hexer, ne? Ja, Hexer. Wann spielt man hier überhaupt? Mage geht immer voll klar, der ist immer voll gut, so zack, nee. Zack, zack. Vorhin, als du Hexer gespielt hast, hast du noch gesagt, Charmy geht ja voll klar. Also Hexer ist scheiße, aber alle anderen sind voll... Das ist richtig. Und jetzt ist Charmy voll scheiße. Eigentlich gehen nur... Ja, Midi ist ganz cool, ne? Kann ich auf den DK rerollen? Nein! Wollte ich gerade sagen, ey! Dann wärst du jetzt auch schon 58, ne? Das ist richtig. Wär ich vor euch, ihr Lappen. Ah, ich hab auch noch einen auf 60. Das rerollen wir alle. Alle 5 Minuten wird hier... Einer hat Nala getankt. Wer? Hat mein Charmy auch schon. Wer hat das noch nicht? Wirklich? Dein Mage? Selbst das hat er schon. Stand zwar im Eisblock, aber er hat. Dafür hab ich schon mal den dritten Boss Mogu durchgecheckt.
Ja. Bla bla bla. Oh, jetzt bin ich handlungsunfähig. Danke, Vecti. Kannst du mal tanken? Ja, ich dachte, du hättest mal deinen Mund. Na, RP, du musst jetzt die Schnauze halten. Koch. Wie steht ihr denn so zu Milchprodukten? Ich spreche das mal an, ist vielleicht ein Thema, was die Zuschauer auch interessiert. Wen interessiert Norbert? Weiß ich nicht. Dann schlag doch was Besseres vor. Wie steht ihr zu mir? Oh Mann, ey. Wie steht ihr dazu, dass Michael Jackson ein neues Album rausgebracht hat nach seinem Tod? Was? Der ist doch tot? Ja. Merkst du was? Oh, Flamongo ist ja noch am Feiten. Findet ihr sowas gut? Oder findet ihr das eher schlecht? Ist so egal, das interessiert mich nicht. Also wer ist Michael Jackson? Der stellt Jacken her. Das hat noch nie gehört. Billige Jeans zum Beispiel. Schön. Oh, Alter. Schlechter geht's hast du mir kaum. Sie hat mir echt ein Schild gegeben. Ja, einmal looten, der Vecti bitte. Kann nicht. Kann nicht. Muss kämpfen. Ja, wir töten. Geh du. Geh du. Was machst du schon wieder? Ja? Mein Kleiner. Hier hinten einmal der Kiwi. Oder die Kiwi heißt es ja eigentlich. Der, ne? Bitte. Aber der Kiwi-Vogel. Den gibt's auch. Ja, aber du frisst schon. Du hast einen Vogel. Ich hab keinen. Doch, ich hab einen Wellensittich, wenn das zählt. Ja. Fehlt, aber ist nicht gemeint. Ich überlege mir mal einen Kunstalarm zuzulegen. Wie wär's mit Dr. McFlurry? Ich finde den ganz gut. Was? Wofür? Dr. Libello. Ich wollte mir den einfach nur. Dr. Libello finde ich nicht gut. Wieso Dr. Libello? Wie kommst du denn jetzt da drauf? Hatten wir das nicht heute Mittag ja, irgendwie? Ja, weil Jan Angst vor Libellen hat. Echt? Nein. Die Laura so gesagt. Er hatte Angst vor Libellen. Er hat so gelabt. Aber. Weckt die jetzt? Nee, ich nicht. Ich habe keine Angst vor Libellen. Warum hast die können du aber echt auch groß sein, die Dinger, ne? Ja, bei uns haben die immer über dem Teich so geschwirrt, aber immer so zwei ineinander. Die haben sich ja, ständig ja, gehört. Man hat ständig viele Libellen ja. Da rumstehen. Und Augen direkt. Ja, freie Liebe, ne? Das sind halt Hippie-Libellen gewesen. Oder Porno-Libellen kann auch sein. Ja, aber da kommen doch auch Kinderlibellen vorbei. Ja, vorbei und? Raus. Das interessiert vorbei, die nicht. Genau. Das interessiert die Libellen nicht. Jugendschutz ist denen völlig egal. Das ist sehr lustig, aber die können ja irgendwie auch aggressiv werden oder so, habe ich mal gehört. Die beißen aber, oder? Die stechen nicht? Die beißen. Ja, hatten früher auch mal so einen Teich im Garten mit Fischen, da waren auch immer dann Libellen, die da rumgefleucht sind. Ja, bei uns auch. Sind. Das ist voll gruselig. Gruselig? Ja, man weiß nicht, was da drin ist. Aber als wir letzten Sommer hinten am Pool saßen und das war schon dunkel, da kamen immer im Sturzflug so Fledermäuse an. Das war auch irgendwie. Wir haben auch Fledermäuse im Garten. Auf der Terrasse krass. Hinten, ja, ja. Diese habt Tiere. Ihr einen Pool? Ja, meine Eltern. Jetzt wird die Laura neidisch. Wow. Ja, komm doch mal vorbei, können wir Poolparty machen. Den Pool. Muss ich mich da schick machen? Wenn ich zu, ja. Zu reichen Menschen komme. Reichen Menschen. Aber da rausziehen ist auch gut. Da wird so ein Pool aufgepumpt. Aus Plastik. Da passt das schon. Mitten auf die Straße gestellt, na? Und oh, ist ja krass, ihr habt einen Pool. Toddy, wie viel noch? Noch eine, ne? 70. Bist du etwa reich? Aber wir machen an dieser Stelle nochmal einen Folgenstopp und sehen uns in der nächsten Folge wieder, wenn ihr mögt. Bis dahin, haut da rein.